Urgrund. Urgrund ist der tiefste, letzte Grund. Urgrund ist der erste Anfang. Normalerweise wird man den Urgrund von allem im Göttlichen sehen. Und im Yoga wollen wir den Urgrund allen Seins erfahren. Das, was selbst keinen weiteren Grund, keine weitere Ursache hat, das ist der Urgrund. Im Yoga wird der Urgrund als Brahman bezeichnet, das Unendliche, das Ewige. Der Urgrund ist selbst nicht bewegt, es ist der unbewegliche Beweger. Der Urgrund aller Dinge ist das, was auch in der Tiefe von jedem einzelnen Wesen angelegt ist. Der Urgrund der Seele ist das Göttliche an sich oder wie es in einem der Mahavakyas heißt, Aham Brahmasmi oder Ayam Atma Brahman. Dieses Selbst ist Brahman, ich bin Brahman. Der Urgrund der Seele ist eins mit dem Urgrund des Universums. Das eigene Selbst ist eins mit der Weltenseele.